Hey YouTube, ich bin Sachinadi. Damit herzlich willkommen zurück zu einem brandneuen Video auf meinem Kanal, zu einem brandneuen Video der SC Freiburg Karriere. Heute habe ich mir gedacht, ich mache mal eine kleine Pause davon. Und dafür kamen ja jetzt in letzter Zeit ein paar Fortnite-Videos darunter. Es waren sowieso so coole Kommentare, dass ich das öfter machen soll. Deswegen machen wir das jetzt auch einfach mal in dieser Folge. Aber gehen wir sehr schnell sehr weit. Und zwar simulieren wir gegen Hertha, spielen wahrscheinlich gegen Dortmund, simulieren die beiden Partien und gehen in die neue Saison rein. Das heißt, wir sind dann mit dieser Mannschaft hier ungefähr gehen damit in die Spiele rein und werden dann erstmal gucken, ob wir hier gegen Dortmund einen Punkt oder mehr sogar mitnehmen können. So, erstmal gegen Hertha. Wäre natürlich cool, wenn wir es gewinnen. Denke ich mal, sollten wir auch gewinnen. Ja, 1-0, okay. Haberer macht das Siegtor für uns. Denn 50er Manager-Ratings besteht immer noch die Angst, dass wir gefeuert werden. Deswegen müssen wir auf jeden Fall jetzt eigentlich die letzten Spiele gewinnen. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch die mit der A11 gegen Dingsen spielen. Ich werde da immer mal wieder so ein bisschen variieren, ob ich nun gegen Dortmund mit der A11 spiele oder mit der B11. Ja, muss ich mal eben immer gucken, weil ich darf mir jetzt gerade eigentlich keine Niederlagen erlauben. Nee, der wird abgelehnt. Der auch, der bleibt dann drin und der bleibt auch drin, weil die beiden kann ich ja nicht im Dingsens, ne, die kann ich nicht in Dingsens da reinwerfen, deswegen, weil ich kein Geld mehr habe. Das ändert sich aber hoffentlich zur neuen Saison. Wir gehen rein in das Spiel gegen den BVB. Und ja, wir gucken einfach mal, ob wir hier was holen können. Ja, letzte Folge lief ja eigentlich gar nicht so gut. Wir haben, glaube ich, 2-0 oder 2-1 oder sowas gegen Bayern verloren und ja, Besprechung bezüglich Leistung anberaumt war auch schon da. Das heißt, wir sind kurz davor rauszufliegen hier. Deswegen müssen wir hier auf jeden Fall Top-Leistung jetzt gerade bieten. So, wir starten im Schwarzwald, starten hier im Signal Iduna Park. Alter, das ist so ein heftiges Stadion irgendwie, so riesig. Im Signal Iduna Park, Borussia Dortmund gegen SC Freiburg, ausverkauftes Stadion. Kann ich mir echt fast gar nicht vorstellen, dass gegen Freiburg ausverkauft sein wird. Natürlich werden da auch viele hingehen, ja, aber ich denke mal nicht mehr, dass es ausverkauft wird, einfach weil Freiburg ja auch so ein Mittelklasse-Club ist, weil nicht so viel passiert eigentlich jetzt wieder. Paulinho schön direkt am Anfang den Ball erobert. Waldschmidt. Ah, der Ball kommt nicht zu Paulinho, wurde abgefälscht vorher. Schade, aber egal. Freiburg weiß hier, oder Freiburg bemerkt es hier schon, wohin die Reise heute gehen soll, in Richtung des Sieges natürlich. Jetzt Szoboszlai, Szoboszlai! Glanzparade nochmal von Bürki. Aber es geht direkt schon mal sehr gut los. Hier Dominik Szoboszlai, der hier leider knapp rüberschießt. Und Bürki, der hier hält. Ich bekomme nicht hin. Retzhoff mit dem Volley, ja gut. Das müssen wir noch mal üben. Das, ja. Na egal. Weiter geht's. Freiburg hier bisher zumindest wie ausgewechselt. Nur Freiburg hier momentan. Paulinho. Waldschmidt. Waldschmidt. Ball abgefälscht. Also Ball abgeblockt. Aber schon wieder ein schlechter Pass. Was ist denn heute mit Freiburg los? Oh. Und mit Dortmund auch. Das ist ganz knapp am Tor vorbei. Dominik Szoboszlai. Sehr, sehr knapp. Na gut, doch ein bisschen weiter weg, als ich gedacht habe. Der sah irgendwie, als ich den direkt geschossen habe, sah er ein bisschen näher aus. Aber egal. Freiburg hier bisher, die spielbestimmte Mannschaft, definitiv in den ersten 8 Minuten. Nix kommt hier von Dortmund. Ah, das war schlecht. Mit dem sie natürlich nicht direkt wieder nach vorne kommen und direkt das Tor machen. Das wäre so typisch. Oh, sehr gut gemacht von Diaby. Linksverteidiger. Und dafür dann Davis links Mittelfeld. Wobei, das ist ja nicht so schlimm. Davis kann ja auch links Mittelfeld spielen. Aber Diaby nicht Linksverteidiger. Schade. Wäre der Ball durchgekommen von Szoboszlai, dann wäre es richtig gut geworden. Man merkt einfach, dass Szoboszlai auch gegen Bayern, da habe ich am B11, glaube ich, war das gespielt, dass Szoboszlai da einfach gefehlt hat. Da war das Spiel auch, als Szoboszlai dabei war, viel, viel besser. Szoboszlai ist so eine Stütze für ein SC. So. Waldschmidt.
Haberer. Und da ist er wieder. Dominik Sauberslei. Schöner Pass für Waldschmidt. Der war nicht so gut eigentlich. Aber egal, Waldschmidt. Sauberslei kommt da fast durch. Ganz knapp. Wäre ein kleines bisschen schneller gewesen. Hätte das noch erreicht. Aber ich will ihn nun auch nicht schlecht reden. So. Für Dortmund, denke ich mal, geht es auch um noch einiges, kann ich mir vorstellen. Meisterschaft oder sowas. Könnte sein. Ich weiß es jetzt gerade nicht. Müssen wir vielleicht mal nach dem Spiel nachgucken, ob wir hier, wenn wir gewinnen, was wir Dortmund denn angetan haben, oder wenn wir verlieren, was wir Dortmund denn angetan haben. So, Waldschmidt. Sauberslei, schon wieder Sauberslei. Der ist so aktiv heute. Ja, da hat er aber zu einfach, viel zu einfach den Ball verloren. Das war unnötig. Und da fehlt jetzt Davis hinten. Da fehlt Davis hinten. Aber Sancho, Davis kommt hinterher. Davis ist so schnell, dass er selbst an Sancho hinterherkommt. Das war nicht gut. Oh, das ist sogar eine Gelb für Davis definitiv. Und, oh, zum Glück ging der Ball daneben. Alter, ja, hat Davis jetzt eine Gelb? Nee, okay. Trotzdem war es sehr knapp. Oh mein Gott, warum mache ich das denn überhaupt? Eike Meier. Und Retzos. Langsam meldet sich Dortmund auch. Robin Koch. Harit. Waldschmidt. Ist er im Abseits gewesen? Das ist die Frage. Ja, war er. Mann, ey. Wieso rennt er denn? Das war wieder unnötig. Ja, das war auch der beste Pass der Welt. Ja, Freiburg ist hier spielbestimmender, nur sie nutzen ihre Chancen nicht. Das ist das Problem. Davis auch. Was macht der so weit vorne? Alter, der muss Linksverteidiger aufpassen, Alter. So, Waldschmidt. Unbedingt neuen Stürmer nächste Saison. Haberer. Waldschmidt, er hat das gehört, er muss das gehört. Oh Mann, ey. Und Ball abgefälscht. Und nix. Super. Wieder drei Großchancen für Freiburg und wieder kein Tor. Freiburg, das 1-0 liegt hier für Freiburg auf dem Fuß. Die müssen das irgendwann jetzt mal bald machen. Nur, die spielen das immer zu klumpig. Entweder der Abschluss wird zu schlecht oder sowas. Oder der Abschluss, ja, ist irgendwie mit Pech zusammengehangen oder sowas. Oder so ein unnötiger Ballverlust oder sowas. Immer irgendwie sowas dabei. Oh, sehr gut von Harit. Ja, warum rennt er da nicht hinterher? Oh, Alter. Boah. Von Harit sieht man auch. Letzte Saison hat man von Harit sehr, sehr viel gesehen eigentlich. Da war er ein sehr guter Spieler, aber danach irgendwie, man sieht nichts mehr bei ihm im selbstgezockten Spiel. Ich erwähne ihn nie, weil er halt auch nie am Ball ist irgendwie. Aber letzte Saison hat er auch noch ZOM gespielt und man merkt, dass ZOM eine wichtige Position in meinem Team ist, dass der jetzt Sauberslei. Oh Gott, ist das wieder schlecht. Oh Gott, ist das schlecht. Aber Maya, pass auf. Was soll er denn jetzt machen? Sauberslei. Harit. Gerade noch erwähnt, dass ich ihn wenig, dass er wenig kann. Ja, natürlich. Hummels mit seinem 1er Tempo oder sowas kommt natürlich an Harit hinterher. Ist ja klar. Hummels ist ja nicht bekannt dafür, dass er absolut komplett langsam ist und nichts kann. Wobei, also was Tempo angeht, nichts kann. Alles klar. Verstehe ich. Verstehe ich ab und zu. Verstehe ich komplett. Verstehe ich. Ist zwar, ist überhaupt nicht komisch oder sowas. Wir gehen rein, zweite Hälfte, immer noch 0-0, unverdientes 0-0 hier für Dortmund. Sie hätten eigentlich schon lange 3-4-0 hinten liegen können, 1-0 mindestens eigentlich müssen. Ja, das war... Alter, ey, das ist so schlecht, ey. Wo stehen die eigentlich so offensiv alle? Ja, super. Oh Mann, ey. Es ist echt eigentlich eine gute Partie, die wir hier spielen, nur wir machen halt das Tor nicht. Es ging sehr, sehr gut los. Auch Dortmund kommen ab und zu eine gute Partie, spannende Partie, nur die Tore fehlen. Harit? Harit! Das war sogar noch recht knapp. Das war ein sehr guter Schuss eigentlich. Ich wollte ihn eigentlich nicht so weit nach vorne schießen. Ich wollte ihn eigentlich zu Sauberslei passen. Jetzt wieder Haberer!
Freiburg ist am Drücker. Freiburg ist am Drücker. Am extremen Drücker. Die sind kurz davor, hier das Tor zu schießen. Müssen sie auch eigentlich irgendwann mal. Oder das Tor zu köpfen. Wäre auch eine gute Idee. Oh, wieder Davis. Aber der rennt dann direkt in den nächsten Spieler rein. Das war wieder doof. Er hat gut den Ball da bekommen. So dass er zumindest... Das war eigentlich auch wichtig, damit er wenigstens den Konter unterbrochen hat. Wieso gibt das hier... Hat den Ball nicht mal berührt? Alles klar. Haberer. Soberslei. Oh, sehr schlecht von Soberslei. Holt sich hier den Ball aber wieder stark gemacht. Jetzt Waldschmidt. Waldschmidt. Das ist wieder so schlecht, Alter. Bis zum letzten Spieler machen die das immer so souverän. Und dann verlieren sie so unnötig den Ball. Konter von Dortmund und wahrscheinlich jetzt das Tor. Die nutzen die erste Chance. Das ist die erste wirkliche große Chance. Alter, ich hab den wirklich schon drin gesehen, ne? Ey, ich hab den schon so krass drin gesehen. Hä, wieso gibt's denn da jetzt Ecke? Meier war da nicht mehr dran, da war niemand dran. Wieso gibt das Ecke? Soberslei. Ja, da sind zu viele Dortmunder hinten, Alter. Da kann er sich auch nicht durchsetzen. Ja, das ist... Die sind auch direkt wieder mit allem Mann hinten, Alter. So gefühlt, die wollen das einfach nur verteidigen. Die wollen dieses 0-0 einfach nur verteidigen. Und dann auf Konter spielen. Und das gelingt ganz gut, weil meine Mannschaft so komplett komisch die ganze Zeit extrem weit vorne steht. Kann natürlich auch gut sein für Konter und sowas alles auch. Aber halt trotzdem irgendwie doof. Ja, ist Abseits. Super, warum gehst du nicht auf dem Abseits raus? Meine Güte, wie schlecht das von Waldschmidt gemacht habe, Alter. Ich brauche unbedingt einen neuen Stürmer. Wieso wird man eigentlich bei den Schnellwechseln immer irgendwas mit Soberslei angezeigt? Der wird nicht ausgewechselt. Unbedingt brauche ich einen neuen Stürmer. Waldschmidt, er ist zwar in echt ganz cool, sympathisch und alles mögliche, aber in FIFA ist der Gefühl unspielbar. Also natürlich nicht komplett unspielbar, aber gefühlt. Da ist Depay, da ist Meier und jetzt ist es das 1-0 für Dortmund. Das absolut unverdiente 1-0. Unverdienter geht's gar nicht. Da stehen die einmal richtig schlecht hinten. Meier pariert den ersten Ball souverän. Ja, und dann natürlich, wieso sollte ich auch Glück haben und der Ball landet beim Teammitglied? Nein, der Ball geht natürlich direkt zu Dortmund. Damit steht jetzt total unverdient 1-0, wobei es mittlerweile auch... Das 0-0 wäre mittlerweile auch besser, weil nur noch Fehlpässe hier bei Freiburg kommen, nichts mehr kommt und schon wieder der da hinten komplett frei ist. Ey, was ist das für eine Verteidigung? Wir müssen definitiv für die neue Saison neuer Stürmer und eine komplett neue Verteidigung am besten. Alter, ey, hier wollte ich mit raus, auch wenn Jatta auch nicht besser ist. Ist nur besser, was das Dingsens angeht. Was das Tempo angeht. Sonst ist Waldschmidt da um einiges besser. Ach, was ist das denn auch für ein Pass, Alter? Wieso steht ein Freiburg da jetzt oben in Gelb? Und mit gelbem Hintergrund. Ja, natürlich. Ey. Boah. Diese Verteidigung ist so schlecht, ey. Soberslei setzt sich da sehr gut durch. Ball für Jatta. Jatta oder Umtiti. Eigentlich ist Jatta doppelt so schnell bis dreifach so schnell. Nee, Umtiti kommt da die ganze Zeit hinterher. Harit. Und wieder nicht das Tor. Oh Mann, ey. Jatta, Ball kommt nicht an. Ey. Boah. Freiburg ist das ganze Spiel beim Drücker. Das 1-0 ist so unverdient. Schieß doch! Ich habe schon lange auf Schießen gedrückt, der macht nichts. Super. Och Mann, ey. Und jetzt wieder Konter 1-2 und das nächste Tor durch den Konter. Na gut, zum Glück spielen wir jetzt dumm hinten rum. Alter, es ist so unverdient, dass wir das Spiel jetzt gewinnen. Die haben einen einzigen Schuss aufs Tor oder so ein Scheiß. Die machen nix. Außer die ganze Zeit komische Konter fahren, indem meine Mannschaft hinten einfach komplett schlecht ist. Natürlich ist das aus, super. Wieso gibt das jetzt für mich Einwurf?
Gefühlt ist es momentan immer das Gegenteil. Wenn ich den ins Aus passe, kriege ich Einwurf. Wenn Freiburg ins Aus passt, dann kriegen sie Einwurf. Komm schon. Diaby. Nee, viel zu weit vorne spielt. Es ist so schlecht. Es ist so verdammt schlecht, was die hier spielen. Jatta. Das ist doch ein Foul. Ja, so. 1-0 verliert Freiburg absolut unverdient gegen Borussia Dortmund. Aber richtig unverdient. Boah, ey. Ich habe vielleicht 2 Torschüsse oder sowas. Ja, moin, genau. Genau, ja. Kleine Schüsse habe ich 11 Stück, ey. Das ist so ein Müll, ey. So gut gespielt, nur Chancenverwertung ist dieses altbekannte Problem. Ich brauche unbedingt einen neuen Torhüter. Unbedingt. Schreibt dafür mal unter die... neuen Torhüter, ja moin. Neuen Stürmer. Schreibt für die Position definitiv mal einen in die Kommentare, die wir kaufen sollen in der nächsten Saison. Ich denke mal, wir werden so ungefähr so 30 Millionen oder sowas haben. Viel mehr werden wir nicht haben, definitiv nicht. Aber ja, wir gucken dann einfach mal. Ja, es gibt keine Entschuldigung. Auch wenn das die Moral total senkt, ist es doch egal. Es gibt halt einfach keine Entschuldigung dafür. Wir hätten dieses Tor machen müssen. Nicht nur können, sondern müssen. Und jetzt ist natürlich weiterhin die Gefahr, dass wir immer noch gefeuert werden. Ja, damit ist jetzt, glaube ich, auch... Schalke hat noch gar nicht gespielt. Sommerslay geht auf die 82, Gomez auf die 77... Baleri nicht und Paulinho leider auch nicht. So. Schalke hat verloren. Und Schalke, gegen die spielen wir auch noch jetzt. Och Mann, ey. Ich meine, es ist immer noch ein Mittelfeldkampf, also es ist nicht schlimm, wenn wir das jetzt verlieren, aber trotzdem, ich will es eigentlich gewinnen. Und ich muss es eigentlich auch gewinnen. Ja, ich weiß, ich kann die Spieler nicht ins Profiteam übernehmen. Es geht nicht. Geht erst für die nächste Saison. So, heim gegen Schalke. Komm, bitte. Och, komm. Nee, wieso sollte es auch? Boah, ich habe schon einen halben Herzinfarkt gekriegt, dass ich jetzt entlassen werde, ne? Oh, Mann, ey. Ja, super, dass Foden jetzt weg will. Nein, du gehst nicht weg. Unsere Ziele der Nachwuchsarbeit sind, ja, Alter, die Ziele der Nachwuchsarbeit sind gefährdet, super. Ey, ich tue schon alles für die Jugend, ich habe da 3-4 richtig gute Spieler drin, bei der geht übrigens auch sehr gut. Ich kann die nur nicht verpflichten, weil ich einfach kein Geld habe. Dann gib mir doch Geld, damit ich die Ziele erfüllen kann. Oh Mann, ey. Sehr kritisch hier gerade, super, guck dir das an mit dem Geld. Wir haben... 3000. Was man nochmal machen könnte, wäre hier mal gucken. Und vielleicht einen Spieler hier, sowieso einen. Nee, der ist gerade erst noch nah. Ja, genau, natürlich. Ah, der hat ein scheiß Rating, Alter. Der hat so ein schlechtes Rating. Der hier hat ein heftiges Rating. Vielleicht, ich übernehme einfach mal so ein paar Jugendspieler ins Profiteam. Alle, die so ganz gut sind, vielleicht. Erfülle ich damit ein Ziel der Nachwuchsentwicklung oder sowas? Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Was ist denn das Ziel von der Nachwuchsentwicklung? Verpflichte 2 Jugendspieler in der Saison. Verbessere 2 Jugendspieler in der Akademie. Ja, super, Alter. Das ist sowieso nicht mehr möglich. Alter, es ist so schlecht, ey. 44 Punkte, ja, gegen Leipzig werden wir auch verlieren. Wahrscheinlich werde ich dennoch entlassen. Deswegen muss ich vorher noch mal vor dem Spiel die Karriere beenden und speichern. Über YT, also YouTube. Das Backup habe ich auch noch. Das muss jetzt kurz mal sein, bevor ich entlassen werde. Das ist echt sonst ein bisschen doof. Deswegen werden wir das jetzt auch noch auf dem Backup, würde ich sagen, speichern. Oder nee, das mit dem Backup-Speicher mache ich dann nach der Folge. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass wir nach dem Leipzig-Spiel, wenn wir das jetzt essen werden. Das kann ich mir eigentlich gut vorstellen. Deswegen muss ich auch jetzt
Rüg will spielen? Nee. Die erste Elf spielt. Es hat zwar nichts mehr zu tun, aber trotzdem. Ich Vielen muss Dank jetzt für auch. Ihre Geduld. Sie dürfen Ihre Fragen nun Warte stellen. mal, ja, wollen Spaßfußball spielen eigentlich. Ist sowieso egal. Ist ein Sieg gegen. Wir müssen gewinnen. Ich sage, wir müssen gewinnen, weil ich sonst entlassen werde wahrscheinlich. Und das ist ja auch doof. Wir dürfen Leipzig nicht unterschätzen. Danke für. So, danke bitte. Gast gegen Leipzig, das kann nichts werden. Wir müssen hoffen, dass wir nach dem Spiel nicht entlassen werden. Jo, 4-1. Nee, das war's. Das war's. Nicht! Das Manager-Rating geht sogar hoch! Gute Arbeit! Markenpräsenz! Ja! Das hat uns doch mal gerettet, Alter! Puh. Ach, knie ich wieder ein, ey. Ja, die Ziele haben uns doch mal gerettet. Alter, war das gerade echt knapp. Ich hab gedacht, nach dem 4-1, wir sind weg. Tschüss. Ich kann auswandern. Irgendwie in die dritte Liga zu 1860 München oder sowas. Alter, ey. Ja, Platz 11 belegen wir jetzt endlich am Ende der Saison. Dann würde ich auch mal sagen, das war's mit der Folge. Wobei, ich simuliere noch mal einmal bis zum Ende der Saison. Die neue Saison laden, wenn wir dann in der nächsten Saison, schreibt definitiv in die Kommentare so richtige Stürmer, die ja besprechen bezüglich Leistung anberaumt. Das. Oh. Alter, ich habe schon gedacht, dass der, weil er jetzt automatisch ins Büro gegangen ist, dass wir rausgeworfen werden. Ja, schreibt definitiv schon mal Transfervorschläge in die Kommentare für Stürmer und im Allgemeinen in der Verteidigung, weil das kann so echt nicht weitergehen. Das ist ja sehr, sehr schlecht eigentlich. Oh, ein Transferangebot für Wagnermann, Alter. Das kann ich jetzt doch nicht gebrauchen, ey. Hä? Oha, habe ich aus Versehen ein Transferangebot für Wagnermann angenommen? Weil das hier bei Leverkusen ist, nur die Dings sind zum Stillstand gekommen. Naja, ich habe mir schon so gedacht, als ich automatisch da reingezogen wurde, nee, jetzt war es das schon wieder. Aber mit einer 52er Manager-Rating wird man normalerweise nicht entlassen. Ja, was soll ich denn da jetzt machen? Ich kann versuchen, ja, keine Ahnung. Ja, ich weiß nicht, okay. Ja, ist gerade echt eine kritische Lage hier. Das ist bestimmt der dümmste oder der schlechteste Monat, den wir je in der Karriere hatten. Ja, wir haben 50 Mal diese Nachricht mit Besprechung bezüglich Leistung am Raum gekriegt. Dann haben wir auf einmal ein Ziel erfüllt, alles komplett verloren. Alter, ey. Ja gut, okay, das habe ich schon direkt gesehen. Ja, und Monatsbericht der Jugendmannschaft. Ja, die sind eigentlich alle ganz gut. Die sind alle sehr gut eigentlich, kann man schon sagen. Der ist heftig, der ist absolut heftig. Da muss ich nur warten, bis er mal endlich 18, 16 ist. Dann würde ich ja schon lange ins Profiteam übernehmen. Und ja, wir simulieren wir noch mal den ganzen Monat hier durch. Das ist ja sowieso nichts, was jetzt gleich passieren wird. Deswegen gucken wir einfach mal. Und dann wird für die nächste Saison schon Transfervorschläge bitte in die Kommentare schreiben. Wäre echt sehr cool. Dann kommt eventuell sogar die neue Saison direkt morgen. Momentan kommt übrigens kein Mattersburg, einfach weil ich warten will, bis Giuliano auch auf denselben Stand ist wie ich. Weil Giuliano, also Silot, hat seit längerem keine Folgen mehr von Mattersburg hochgeladen, deswegen warte ich einfach, bis er wieder auf derselben Folgen, auf demselben Folgenstand ist wie ich. Und dann machen wir wieder weiter mit demselben Upload-Plan. So lange wird das jetzt eigentlich immer so Fortnite, ein bisschen in der Woche, ein bisschen, ja, unsere Ziele sind gefährdet. Echt jetzt, das wusste ich ja noch gar nicht. Ist ja überhaupt nicht schon 50 Mal aufgetaucht hier. War ich jetzt stehen geblieben? So, was da geht auf die 83, das ist schon mal sehr gut. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ich hab's vergessen. Ja, ich werde damit nochmal warten. So lange wird denn innerhalb der Woche immer Fortnite und halt FIFA die Freibekarriere kommen. Und das war's auch. Die Saison ist zu Ende. Ich will. Nein, ich kann nicht mehr weg. Okay, das war's mit der Saison. Falls das Video euch gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Schreibt auf jeden Fall Transfervorschläge, komplette Verteidigung, Außenverteidigung vielleicht nicht, aber Innenverteidigung definitiv rein.
Vielleicht verkaufen wir so einen wie Harit oder sowas. Schreibt auf jeden Fall auch mal gerne in die Kommentare, welchen der Top-Männer von uns ihr vielleicht sogar verkauft haben wollt. Weil ich möchte wohl eher irgendwie so jemanden wie vielleicht sogar Foden oder sowas schon verkaufen und dafür dann irgendwie einen sehr, sehr guten Innenverteidiger wie Upamecano oder sowas kaufen. Das wäre so gut. Auf jeden Fall schreibt für die Position definitiv was rein. Wen soll ich verkaufen? Wen soll ich verleihen? Alles Mögliche. Das war's mit dem Video. Und ciao, Leute.